Hallöchen YouTube und herzlich willkommen hier zu diesem Video. Ja, ich lebe noch. Mich gibt es noch und ich mache immer noch Videos. Ihr fragt euch mit Sicherheit, warum ich jetzt schon etwas länger nichts mehr gemacht habe. Und das liegt einfach daran, dass ich super, super, super beschäftigt war. Ich war zwischendurch noch im Urlaub, hatte mich eine Woche erholt, hatte viel, viel, viel noch nebenbei zu erledigen. Und habe jetzt endlich mal wieder Zeit, ein bisschen mehr für YouTube zu machen. Bedeutet ein bisschen mehr aufnehmen, ein paar mehr Vlogs. Da bekommt ihr nämlich in nächster Zeit auch noch was Spannendes. Zum Beispiel die Hashtag-Robot-Woche, wo dann Dragomir aka Viktor noch vorbeikommt zu mir. Und Gamescom steht an, wo ich dann zusammen mit ihm am Pressetag, also Mittwoch, und an dem ersten Besuchertag, den Donnerstag, da sein werde. Da werden dann wahrscheinlich auch noch Vlogs kommen und Livestreams und alles Mögliche und noch ganz viel anderes weiteres Zeug. Und das wird bestimmt ganz toll. Und damit das jetzt hier wieder ein bisschen weitergeht auf YouTube, habe ich schon die letzten Tage fleißig aufgenommen. Und es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen losgehen mit einem mal wieder neuen Projekt. Und zwar Halo Combat Evolved. Mehr möchte ich aber dazu auch nicht sagen. Also das allererste Halo. Und wenn ihr, ja, wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut einfach mal vorbei. Da wird es dann in den nächsten Tagen losgehen. Geschnitten sind die Videos schon. Die rendern gerade eben hinten an meinem MacBook mit Final Cut. Dann werden die in den nächsten Tagen online kommen, je nachdem, wie ich das schaffe, die hochzuladen. Aber ich glaube, das wird nicht mehr allzu lange dauern. Und um dieses Video kurz zu halten, werde ich auch noch sagen, dass City Skylines, was ich ja angefangen hatte, ist erstmal pausiert. Da habe ich nämlich das Problem, dass mein Spielstand weg ist. Ich habe keine Spielstände mehr aus irgendwelchen Gründen. Ich habe keine Ahnung. Die sind nicht mehr da. Also können wir da auch schlecht weitermachen. Und dann muss ich mal schauen, wie ich das mal zeitlich hinbekomme, dass wir da weiterspielen. Und das Projekt Super Mario 64 Chaos Edition habe ich mit Folge 4 beendet. Da wird es keinen weiteren Part zu geben. Denn ich habe meinen Rechner bereits vor knapp einem Monat auf die Windows 10 Preview geupdatet. Möchte auch ungern wieder runter, weil ich jetzt schon die finale Version drauf habe. Und ich kriege den Emulator nicht zum Laufen. Und ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust mehr auf das Projekt. Und deswegen ist das mit Folge 4 beendet. Das heißt, Folge 4 war der letzte Part. Und eventuell kommt noch was, aber wahrscheinlich nicht. Also wird wahrscheinlich das letzte gewesen sein. Zukünftige Projekte wird noch sein, dass ich wahrscheinlich wieder mit Smash Bros. Anfangen werde. Da möchte ich wieder ein bisschen aktiver werden. Splatoon eventuell auch noch was. Da brauche ich aber noch eine neue Capture Card, weil meine jetzige ein bisschen scheiße ist. Und was ich auch noch gerne machen würde, ist der Super Mario Maker, der jetzt irgendwann im September rauskommt. Ich glaube, am 11. September, kann das sein? Ich meine schon, das müsste ein Freitag sein. Ich spick mal ganz kurz auf meinen Kalender hier. Juli, August, September. 11. September, richtig. Und da wird es dann Videos geben, wo ich entweder Level erstelle, wahrscheinlich aber eher weniger das, sondern wo ich eher so Level spiele, die ihr vielleicht gemacht habt von der Community, allgemein aus dem Internet, die ich dann bewältigen muss. Und das dann möglichst mit Facecam, dass ihr dann meine Emotionen auch noch rüberbekommt. Und alles Weitere erfahrt ihr dann in weiteren Videos, in weiteren Informationsvideos, in Vlogs und wie auch immer. Ich möchte dieses Video jetzt kurz halten und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wahrscheinlich entweder mit einem weiteren Infovideo oder dann mit Halo Combat Evolved, werdet ihr dann sehen. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.